Hallo und herzlich willkommen zurück bei, ja, der Herr der Ringe Online. Ich bin's, Diebolzeniel und der Black natürlich auch. Und wir sind jetzt hier bei mehreren, auf jeden Fall hier in den Ruinen von Anuminas, wo wir, wenn ich mich nicht irre, nochmal den Abgesandten der Kergrim-Aasfresser oder für die Kergrim-Aasfresser platt machen sollen, beziehungsweise für die Kergrim allgemein. Dazu mache ich mal in mein Inventar auf. Davor noch eine Sache, bevor ich vergesse, irgendwann zu erwähnen. Es kann durchaus sein, dass ich wieder umstellen muss, also sprich von, naja, von der jetzigen Aufnahmefolge montags, mittwochs und donnerstags wieder auf dienstags, mit montags, mittwochs und freitags von wieder auf dienstags, donnerstags und samstags gehen muss, weil ja, bei Fiesta wurde der Patch Day umgestellt. Das heißt, die ganze Änderung, die ich gemacht habe, ist kurz danach wieder obsolet geworden. Hätte ich eine Woche gewartet, hätte ich gewusst, jo, alles gut, aber naja, ist so. Naja, ich habe auch mein Inventar aufgeräumt, wie man sieht, aber ich habe hier ja eine Isengard Armor Zierwerk bekommen, was ich mir vielleicht bei Gelegenheit mal angucke, allerdings nicht jetzt. Weiß nicht, wo ich das her habe, muss ich zugeben, aber ich hab's halt. Okay, auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir mal an den Start. Das Zeug nehme ich noch ins Inventar. Dann gucken wir mal, wo es denn lang geht. Karte. Ja, gar nicht so weit. Gut, das kriegen wir hin. Kergrim sollten eigentlich auch nicht unser Problem sein. So. Hallo Leute, ich reite hier mal durch, ne? Ja, tut mir ja eh nichts mehr. Denke ich. Und dann sollte das auch klappen. So, auf jeden Fall, wir sind, verdammt nochmal, das ist echt nicht lange her, dass wir hier waren und trotzdem tun die uns nichts mehr. Finde ich eine lustige Sache. So, ich muss hier rein. Muss hier rein? Nein, ich muss da hinten auf die Insel. Da hinten steht da der Robert oder wie auch immer er heißt. So. Oh, guck mal, mit den Kergrim hat das scheinbar nicht so gut geklappt zu verhandeln. Sieht zumindest nicht so aus. So. Du würdest allen ergehen, die sich Angmar verweigern. Diese Kreaturen scheren sich nicht um Gold. Egal, ich werde euch mit meinen eigenen Händen zermalen und Amartil eure Haut zur Überraschung als Füßen, zu Füßen legen. Nicht es. So. Ja, kommt, na dann, greif mal an, ja Junge, greif mal an. Oh, guck mal, ein Grabräuber hat sich noch hinzugesellt. Feigling. Ja. Das geschieht mit Grabräubern, die mir hinten in den Hintern pieksen wollen. Die fallen um vor Furz. So. Und eiskalt. So, okay, das war's im Prinzip schon. Jetzt müssen wir nur noch mit Tadan sprechen. Und deswegen werden wir wohl oder übel, also eher wohl als übel, zurückgehen in Richtung ja, Schiff. Und werden uns mal zurückschippern lassen. Damit wir ordentlich und vernünftig mit Tadan sprechen können. Ja, der muss immer so betont werden. Weil das klingt wie Tada. Ja, ja. Ich weiß, ich hätte es nicht erklären sollen. So, Tinduir, los geht's. So. Da sind wir schon. Eine Seefahrt, die war lustig. Eine Seefahrt, die war schön. Leider nur im Ladebildschirm. Darum konnte ich nicht viel sehen. So, naja, was soll's. Wir sind auf dem Weg. Zu Tadan. Nee, Tadan, so heißt er. Entschuldigung. So, auf jeden Fall bin ich gespannt, was er jetzt sagt. Wahrscheinlich, ja, gut, schön, die Kergrim eben nicht, aber die anderen, die wollen uns alle platt machen und jetzt habe ich Angst. Bestimmt sowas in der Art. Und du, Bolzeniel, du musst natürlich alle retten. Ja, sowieso. Na, gucken wir mal. So. Weiß gar nicht mehr, welche Richtung war es. Links, ne? Links müssten wir jetzt. Links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Links. Links. In der Ecke stinkt's. Oder so. So. Mal gucken, ob er den Gefangenen noch bewacht. Der Tadan. Man weiß ja nie, ob Tadan auch seine Aufgabe erfüllt. Doch, macht er. Hey, Tadan. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ihr bringt wohl gute, sowohl gute als auch schlechte Kunde, Bolzeniel. Dass die abgezankten Gesandten bezwungen wurden, befreit uns von einer unserer Sorgen. Allerdings befürchte ich, dass die Grabräuber von Rantrost und die Gauradain von Ymanulil ihre Dienste bereits an Angmar verkauft haben. Wir können von Glück röten, dass diese Kergrim nicht aus sich nichts aus Angmars Gold machen. Jedoch fällt mir angesichts unserer zahlreichen Gegnerschaft kaum. Fehlt das, Manu. Jetzt kratzt es im Hals. Entschuldigung. Fällt das angesichts unserer zahlreichen Gegnerschaft kaum ins Gewicht.
Kugumiminini hat mich zum Abendessen gebackenes und ein paar Kleinigkeiten gebracht. Ihr dürft euch gerne bedienen. Ich glaube, sie hat Mitleid mit mir, weil ich hier die ganze Zeit mit der unangenehmen Gesellschaft des Gefangenen verbringen muss. Mohrenkuchen mag ich nicht. Wenn ihr den essen würdet, wäre ich euch dankbar. Ihr könnt euch aber auch ruhig etwas anderes von den anderen Speisen nehmen. Gut, also den hier soll ich mitnehmen, den Karottenkuchen, okay. Und was haben wir hier? Hat er wirklich Mohrenkuchen gesagt oder Möhrenkuchen? Möhrenkuchen, entschuldigt bitte. köstliche Steaks, Beweglichkeit, was haben wir denn noch? 60 Macht und 25 Vita. Ich wäre fast für das Mus, weil Beweglichkeit ist nicht unbedingt meins. Macht brauchen wir jetzt auch nicht so unbedingt. Ich nehme mal Vita ein bisschen Bleibt mit. Einen Moment. So. Der Gefangene hat während eurer Abwesenheit die ganze Zeit höhnisch über irgendwas gegrinst und das hat mich beunruhigt. Er hat sich in irgendeiner Sache ganz sicher... Er ist sich in irgendeiner Sache ganz sicher. Ständig murmelt er etwas über neue Angriffe auf die Stadt. Aber wenn ich ihn dazu frage, antwortet er nicht. Vielleicht könnt ihr etwas aus ihm herausbekommen. Euch gegenüber scheint er bereitwilliger zu sprechen. Ja, das sind meine Map... mein Charme. So. Ihr müsst für mich eine Nachricht überbringen. Sonst erfahrt ihr nichts von mir. Ihr sagt, die Abgesandten Amartil sind bezwungen... In euren Augen lese ich mehr, als euer Mund sagt. Könnte es sein, dass ihr Auftrag bereits erfüllt war? Ihre Mission beendet? Ja, ich habe recht gelesen. Aber lächelt nur weiter, närrische Kreatur. Gegen Angmar und seine Regentin seid ihr machtlos. Sie planten neue Angriffe auf die bestimmte Orte in der Stadt und eure Dunedain-Freunde werden sie nicht aufhalten können. Und doch... Ich will euch verraten, wo die gewaltigsten dieser Angriffe zu erwarten sind. Ich will gerne das Wehgeschrei von eurer und diesem törichten Waldläufer hören, wenn Amartil die Stadt trotz eurer erbärmlichen Verteidigung einnimmt. Wo dieser Schlag hinzielt, solltet ihr nur dann erfahren, wenn ihr mir einen Gefallen tut. Ein Elb ist in den Bergfried gekommen. Er hat mich von weitem angeschaut, als... dieser elende Waldläufer mich in dieses armselige Gefängnis warf. Der Elb hört auf den Namen Leardan und ich will, dass ihr ihm eine Nachricht überbringt. Sagt ihm, Leardan, eure Tage sind gezählt, eure Fehler bald aufgezeigt. Amartil erwartet euch in Barantiron, wo sie über euch errichten wird. Überbringt ihm diese Worte, sonst werdet ihr nichts von mir erfahren. Na gut, dann... Ich gehe mal zu Lea, weil der hat auch irgendwie ein dunkles Geheimnis, glaube ich. Weil der sagt die ganze Zeit, nee, ich kämpfe nicht mit, weil ich bin faul. Und bestimmt war er auch mal früher bei Angmar. Aber naja, gut, wenn er jetzt nicht mehr ist, dann ist mir das egal, ehrlich gesagt. Ich bin da nicht so, nein. Jeder macht mal Fehler, Jugendsünden und so. Und beim Elb dauert die Jugend halt 1000 Jahre oder so. Oder zwei. Müssen wir mal gucken. So, oh, Versammlungsraum. Da ist Lea. Hallo Lea. Megowannen. Wappnet euch gegen Mordrambos Worte, Bolzeniel. Denn wie die meisten seiner Sippe versteht er sich nur darauf, Gedanken anderer durcheinander zu bringen. Er wird versuchen, euch mit gekonnter List und irreführenden Formulierungen zu verwirren und euch so in die Falle zu locken. Naja, das macht er. Seid euch deiner Raffinesse bewusst. Dann hat er keine Macht über euch. Ich habe seine Nachricht vernommen und bitte euch nun, meinen Rat zu befolgen. Seid nach wie vor auf der Hut. Selbst in Gefangenschaft ist ein schwarzer Numenorer ein gefährlicher Feind und er wird uns alle ins Verderben führen. Wenn wir nicht Acht geben und uns vor seinen Tricks schützen. Kehrt nun zu eurem Gefangenen zurück und sagt ihm, dass euer Teil der Abmachung erfüllt wurde und denkt an meine Worte. Ja, Lea, mach ich. Denn tschüssi, Lea. So, okay. Lea ist durch. Wir gehen in Richtung Mordi und gucken mal, was der da will. Lalalala. Ich habe eine Nachricht überbracht an Lea. Lalalala. Es war doch wohl klar. So. Okay. Wir gehen mal. Also wenn es nichts weiteres ist als deine Nachricht, vor allem ich hätte einfach nur hier draußen vor der Tür chillen sollen und dann wieder reingehen sollen und sagen können, jo, habe ich gesagt.
Wäre auch gegangen. Aber nee. Hey, Morty, ich habe deine Nachricht überbracht und zwar in Echt und Wirklichkeit. Sehr gut. Ja, finde ich auch. Ich sehe eure Rückkehr mit Wohlgefallen, denn ich weiß, dass ihr Leerdan meine Nachricht überbracht habt. Auch weiß ich, was er euch entgegnet hat. Schützt euch vor meinen Worten. Seid auf der Hut vor seiner Raffinesse. Wie kennt ihr euch noch, Bolzeniel? Wie nennt ihr euch? Ich danke euch, Bolzeniel, dass ihr euren Teil der Abmachung erfüllt habt. Nun, ich werde es euch gleich tun. Ich werde euch sagen, wo die nächsten Angriffe auf die Stadt stattfinden werden. Ja, Bolzeniel, das mache ich. Ich werde euch sagen, wo euer Untergang droht. Ja, hast du gerade gesagt. Ich glaube, ihr kennt die Stellung bereits, die Amati in den nächsten als nächstes angreifen wird, Bolzeniel. Und ihre Verteidiger glauben fest an ihre Stärke. Aber diesmal sieht es anders aus. Denn Amartil hat hat neue Diener und eure Mühe wird umsonst gewesen sein. Ja, genau. Eilt nun zu eurem Herrn Kalle und von Tinduir und sagt ihm, wo seine Freunde ihr Ende finden werden. Am Hafen von Anuminas, am Tor von Adanon. Amartil hat mir den Namen derer genannt, die dem Tod geweiht sind. Vonnil und Torchion, sagt Kalle, dass diese beiden Anuminas nicht lebend verlassen werden. Hört genau auf seinen Wehklagen, Bolzeniel. Ich kann kaum erwarten, dass ihr mir davon berichtet. Okay, also, die zwei, die wir erst kürzlich besucht haben, wo gesagt wurde, das passt schon, wir sind in Ordnung. Na, gucken wir mal, ob wir denen noch rechtzeitig helfen können. Mal schauen, was Kalle meint. So. Bolzeniel eilt zur Rettung. Oder auch nicht, das werden wir gleich sehen. Ich werde wahrscheinlich dann nachher gleich mal Frühstück einlegen, wenn es denn auf eine optionale oder auf eine Instanz geht. Die Möglichkeit besteht ja durchaus. Und sollte das der Fall sein, könnte es durchaus sein, dass wir 50er Leveln begegnen. Deswegen werde ich da auch mal ordentlich ausgiebig frühstücken. Ich meine, wir haben ja jetzt was bekommen. Da sollte das kein Problem sein. So, aber zuerst einmal rauf auf Pferdchen. Rein in die Schlucht. Wie spät haben wir es eigentlich? Wir haben es 10.36 Uhr. Ist immer noch so dunkel? Vielleicht auch da irgendwas verbuggt, dass Dauernacht ist? Was weiß ich denn? Möglich ist das überhaupt? Wie gesagt, beim letzten Patch haben sie ja schon ein bisschen was verhauen. Sieht man, wenn ich meine, ich kann ja mal ganz kurz. Ja, ich kann hier mal ganz kurz hier reingucken. Gemeinsam Lagerraum öffnen und da seht ihr hier vor allem die Rufgegenstände, die werden nicht mehr namentlich angezeigt. Also solange alles andere noch passt, ist ja schön und gut, aber die Rufgegenstände haben ihren Namen verloren. Auch hier der ein oder andere hier, guck mal, die Provisioner, also die Händlerin, die hat einen anderen. Oder die Verpflegungs-Provianthändlerin oder wie auch immer die hieß, hat einen anderen Namen bekommen. So. Wie kann Kalle. Ich zu Diensten sein? Was ist mit euch, Bolzeniel? Ihr seht nicht gut aus. Vielleicht solltet ihr ein wenig ruhen. Die Feinde, die gegen uns aufziehen, sind furchtbar, aber ab und zu müssen wir unsere Kräfte erneuern. Es ist unmöglich, in einen solchen Gegner so lange zu trotzen, ohne zwischendurch neue Kraft zu sammeln. Welche Neuigkeiten bringt ihr mir? Mordi hat uns verraten, wo Amartil die Stadt als nächstes angreifen wird. Wieder am Hafen von Anuminas und am Tor von Adanon. Was erwartet ihr denn von einem erneuten Angriff? Eilt nun zu Quonil am Kai und zu Torichon bei Adanon und helft ihnen gegen diese neuen Angriffe zurückzuschlagen. Es tut mir leid, Bolzeniel. Vielleicht könnt ihr ein wenig ausruhen, wenn dieser Angriff zu Ende ist. Jedenfalls dürfen wir die Stellung nicht verlieren. Jetzt nicht. Nein, auf keinen Fall nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Reittier-Typi. Der ist, glaube ich, in dem Moment schneller, weil wir auch noch hoch nach Tinduir können. Anuminas. Außerdem heißt das Tinudir, aber das soll mir ja egal sein. Anuminas, schnelle Reiter, genau. So, und dann von da reiten wir los und helfen den anderen. Ist offensichtlich doch kein Dingens. Und möglicherweise ist das auch eine Falle. Von wegen, die stärkste aller Helden hier, die Bolzeniel, die schicken wir einfach weg. Und die anderen überrennen wir in Tinudir. Wäre auch eine Option. Man sollte dem nicht unbedingt immer alles glauben, ne? Hat ja Lea gesagt. Und Lea hat da bestimmt recht. Am Ende ist da jetzt gar nichts los, wo wir hinreiten.
Aber bei den anderen Stellungen sieht's scheiße aus. Ja, so wird's sein. Tut mir leid. Kann ich nichts ändern dran. Ich mach, was Kalle mir sagt. Kalle ist nicht drauf gekommen. Und jetzt habe ich meine Befehle. Befehle von Kalle sind einfach alle. Oh. Da ist wieder ordentlich was los. Naja, das macht nichts. Ihr kommt schon klar, ne? So. Hier sind hier und gehen direkt aufs nächste Tier. Und reiten wieder runter. Toll. Hat sich richtig gelohnt. Reite ich hier runter richtig? Nein, ich reite hier nicht runter richtig. Ich muss ja hier hinten runter. Genau, ich erinnere mich. Na gut, dann hat sich richtig gelohnt, doch weiter zu laufen. So. Hallo Leute, ich muss mal kurz durch. Ich muss Kalle retten. Ich meine, Gwonil und den anderen Typen. So, komme ich hier rauf und kann abkürzen? Ich glaube schon. Weil das hier war doch das Tor, ne? Da nun? Aber ich glaube, ich soll zuerst... jetzt soll ich mit Kalle sprechen? Wo ist? Alanon, hier ist nichts. Okay. Ja, es wird wohl so gewesen sein, dass das eine Falle war. Denn, der sagt mir, ich soll mit Kalle sprechen. Und Kalle ist nicht hier. Okay. Dann gehe ich wohl mal wieder zurück. Ja. Entweder habe ich was vergessen, das kann auch... Ach so, oder es war wirklich eine Instanz, das kann natürlich sein. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier in den Ruinen mal die Folge. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, bis denne und... Tschüss!